Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier in Sanctuary Hills, zusammen mit Curie. Und sofern wir hier nichts vergessen haben, werden wir jetzt sofort aufbrechen und zwar mit Top-Geschwindigkeit. Jo, ein bisschen trinken könnten wir noch. Ist das nicht auch wieder so eine? Ja, das war so eine. Maulwurfsratte, die gehört doch nicht zu uns. Sollen wir nicht noch ein bisschen mehr Wasser mitnehmen? Ja, wir kommen ja noch durch Grey Garden und wir kommen auch noch durch Hangman's Alley. Vielleicht gehen wir auch noch vorbei an Oberland Station. Nein, trinken haben wir genug getrunken. Aber wir können mit Sicherheit wenigstens für den Hinweg hier ein wenig... Nein, wir nehmen ja das Wasser mit. Ja, wir sollten sogar noch etwas mehr Wasser mitnehmen. Also nicht mehr Wasser, sondern mehr Wasser. Also kein Meerwasser. Nur etwas mehr Wasser. Ich weiß, was ich meine. Ich glaube, einige mehr vielleicht auch. Okay, nehmen wir mal, wie viel haben wir jetzt so? Über 1000 auf jeden Fall. Boah. Okay, für diesen Weg sollte es reichen und den Rest lassen wir dann vielleicht in Hangman's Alley wäre ein guter Platz oder direkt in Diamond City, obwohl Diamond City haben wir schon mal angefangen, da ein bisschen Wasser zu lagern. Das gibt's noch ein Ende zu dem Satz, das ja. Ich hab's gleich. Moment. Wir haben in Diamond City ein bisschen Wasser gelagert und das greifen wir meistens gar nicht an. Da gehen wir überhaupt nicht dran, weil wir meistens denken, das ist so für den Notfall. Denn in Diamond City, das ist eine der, bis jetzt kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir eine ähnliche Siedlung hätten, in der es wirklich gar kein sauberes, aufbereitetes Wasser gibt. Es sei denn, man will das kaufen. Dann kann man natürlich aufbereitetes Wasser bekommen. Ansonsten steht da keine Pumpe irgendwo rum und wir können da auch keine aufbauen. Wir haben nicht die Möglichkeit, in unserem Homeplate irgendwie die Gartenfelder anzulegen, also die Pflanzenfelder. Das können wir alles nicht tun. Ansonsten könnten wir da ja auch eine Wasserpumpe draufstellen. Ach, hier ist das Drumlin Diner. Sehr schön. Und hier liegt so viel Holz rum in der Gegend. Da könnte man so schön aufräumen. Die Menschheit ist seit den Bomben tief gefallen. Ach, Curie, ja. Okay, oh ja, hier. Nein, das dürfen wir nicht mitnehmen. Okay, wenn das rot ist, nehmen wir es lieber nicht. Wolfgang, wir wollen deine Kronkorken. Danke, dass du Trudy geholfen hast. Gut gemacht. Dann kommen wir mal zur Sache. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Ich habe Zeug, das haut dich weg. Das glaube ich gerne, mein Freund. Na, wollen wir denn hier was kaufen bei ihm? Wir unterstützen eigentlich seine Drogensachen hier nicht noch. Seinen Drogenhandel wollen wir nicht noch unterstützen. Ach, und uns jetzt für 800 umziehen? Naja, wir haben ja noch Trudy drin. Ja, ziehen wir uns mal um. Das geht aber schneller, wenn wir das so machen, wie ich das immer so sage, so schön. Entschuldigung. Ich habe eine Menge Camps. Nur für medizinischen Gebrauch. Okay. Zeig mal, was du so hast. Ich habe Zeug, das haut dich weg. Ja, 16 sieht doch schon besser aus. Und Trudy hat ein bisschen mehr was für uns. Ich muss einen Laden führen. Willst du was? Gammelkala ist da, die teure Gammelkala. Ich muss einen Laden führen. Willst du was kaufen? Richtig. Klar, ich schaue es mir an. Das ist jeden einzelnen Kronkorken wert. Dann schauen wir mal. Armeehelme hat sie, ja? Oh, die nehmen wir auch mal mit. Und sollen wir hier auch ein bisschen Fleisch einkaufen?
Ja, wir werden ja nach Polly kommen, nach Diamond City, also lassen wir das einmal. Wir kaufen den gesamten Schrott, den sie da so hat. Und ihr geben wir auch ganz gerne etwas aufbereitetes Wasser. Und wir kaufen auch den Brennstoff, den sie da so hat. Okay. Und wie gesagt, hier, ihr geben wir ganz gerne aufbereitetes Wasser. Sie hat ja doch auch ein hartes Brot mit ihrem Sohn da. Die Welt an der Oberfläche. Ja. Sehr verwirrend für mich. Gammelkarl. Hey, Carla. Brauchst du noch was? Der Weg von hier aus ist ziemlich weit. Und Gammelkarla. Klar. Ich schau mal, was du hast. Ich habe von allem etwas. Und Gammelkarla. Sie war so lange verschollen. So lange haben wir sie nicht mehr gesehen irgendwo. Jetzt kaufen wir doch ein bisschen Fleisch. Neuer Schaden kann es ja nicht. Wir brauchen das ja sowieso immer. Ja, und mit Mal ist sie wieder da, aber dafür ist was anderes weg. Haha, Cricket haben wir schon ultra lange nicht mehr gesehen. Sehr lange schon nicht mehr. Also Beton nehmen wir auch mal mit, das kostet so viel wie bei den anderen auch. Aber bei den restlichen Sachen, da bin ich mir nicht so sicher. Obwohl auch Gammelkarla kann ich eigentlich... Ja, jetzt haben wir es doch gekauft. Egal, kaufen wir mal alles und dann sehen wir auch, was wir hier loswerden. Knapp 5000 Korngurken, ja nett. Okay, danke schön, Gammelkarla. Und weiter geht's. Können wir hier nicht irgendwo mal kurz schlafen jetzt? Naja, es wird schon nichts passieren auf dem Weg, sofern wir uns nicht verlaufen. Der nächste Halt ist also... Oh, wir sollten uns umziehen. Oh, das ist noch ein Stück darunter. Oder ist das hier vorne vielleicht unser Dr. Weathers? Oder wer läuft hier rum? Wer ist das denn? Doc Weathers biegt sämtliche Verletzungen, Einschusslöcher und Krankheiten wieder hin. Aber ein Heilmittel für schlechten Charakter gibt es nicht. Nun, dann wollen wir handeln. Ich könnte ein paar Vorräte gebrauchen. Du hast die Kronkorken, ich die Ware. Und er hat gar keine Ware für uns. Er nimmt das aufbereitete Wasser und verzieht sich wahrscheinlich erstmal nach Diamond City oder Bunker Hill, um dort das Wasser dann einzutauschen gegen andere Sachen. Ah, irgendwo hatten wir den Schlüssel mal gefunden hier. Na gut. Das ist doch... Ja, das hat sich doch... Das ist doch schon in Ordnung. Ein bisschen wieder hier Zeugskram mitgenommen. Und weiter geht's. Weiter geht's nach Grey Gordon. Vielleicht nehmen wir einfach mal einen anderen Weg. Das ist ja auch langweilig, immer den gleichen Weg zu nehmen. Ja, okay, auf der Straße. Ah, das hat auch was. Auch hier ziehen wir uns jetzt nicht um, wie ich gerade bemerke. Ja, da sind wir ja eigentlich, ist das auch wieder der gleiche Weg hier. Da drüben, unser Raider betet immer noch an seinem Grab. Ist das sein eigenes Grab? Ich glaube, das Grab ist leer. Ich weiß nicht, warum er da kniet und betet. Oh, der gefährliche Red Hirsch. Da machen wir aber einen Bogen drum. Und da wir jetzt so ein paar Skills gute genommen haben, bekommen haben, sieht man, wir schaffen das fast vom Drumlin Diner bis hierher zu sprinten oder zu joggen. Was macht sie da jetzt eigentlich? Langsam gehen ist es auf jeden Fall nicht. Und da wir den Officer Green jetzt hier gerade sehen... Wenn du handeln willst, dann lass uns einen Deal machen. Green. In Grey Garden ist der Preis immer heiß. Sollen wir einen Deal machen? Ja, und wir handeln ganz gerne. Und sind ja noch korrekt angezogen, sehr schön. Ja, Kristalldekanter, okay, wir haben es abgesehen hier auf die Holzladungen. Aber wir nehmen mal alles. Und er bekommt etwas Wasser dafür. Sehr schön. Oh, Moment, Moment. Bereit, deinen großartigen Einkaufstag zu starten? Fortzusetzen, jawohl. Sicher.
Denn manchmal hat er auch, hat aber diesmal nicht, er hat nämlich auch manchmal Brennstoff. Hey, wie geht es dir? Ja? So, schauen wir doch mal, ob wir hier Wasser haben. Nein, haben wir nicht. Wir haben aber Kronenkorken. Das ist ja auch ganz nett. Okay, wollen wir denn hier unseren gesamten Schrott hier schon reinlagern? Ja, können wir, aber es wird jetzt auch den Kohl nicht mehr fett machen. Egal, machen wir das einmal. Also es wird uns ja jetzt nicht sehr viel leichter machen. Oh, diese Sachen könnten wir eigentlich mal hier schnell reinlegen. Ein paar Waffen, dann haben wir doch mit Sicherheit auch noch... andere Sachen haben wir nicht. Okay, legen wir uns vielleicht nochmal eine Stunde hier aufs Ohr. Und lassen die Strahlung entfernen. Ja? Das war ja jetzt nicht so viel. Ein Stündchen sollte reichen. Ich fühle mich wunderbar erholt. Okay, das war ein bisschen gruselig. Ach so, da ist sie ja. Alles gut. War doch nicht gruselig. Sie stand einfach hinter der Wand. Ja, also das Commonwealth ist ja schon gut belebt hier von unseren Versorgern, muss ich sagen. Ich bin immer wieder angenehm überrascht, wenn wir hier sind. Also, auf der Insel war das doch ein wenig einsam. Da müssen wir unbedingt auch nochmal ran und was machen. Kann man den Waggon hier nicht mal wegschieben, so ein bisschen? Naja, das geht jetzt auch so, aber Curie, glaube ich, hat da jedes Mal Probleme. Ach, diesmal hat sie es super schnell geschafft. Also Oberland Station, vielleicht bekommen wir da noch ein paar Kronenkorken, vielleicht ist uns hier ein Brahmin in die Falle gegangen, wie es aussieht, nein, wie es aussieht, da bin ich mir fast sicher, müssen wir die Falle aktivieren, reparieren und dann könnte es auch wieder was werden mit einem Brahmin da drin. Die Leute müssen abwechselnd schlafen. Das macht alle ein bisschen nur. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich sage mal, das seid ihr selber schuld, wenn ihr die Betten nicht findet. Naja, okay. Ist ja egal, woran wir gehen. Denn wir haben hier in der Siedlung mehr als genug Betten aufgebaut. Aufbereitetes Wasser 6. Ja, liebe Siedler, macht mal was an eurer Moral. Ihr habt doch alles hier. Nur hier müssen wir natürlich auch nochmal weiterbauen. Wir haben das jetzt auch nur so hier hingebaut, ganz schnell, um ein bisschen mehr Schutz hier zu haben für die Siedler. Und die Betten sind hier alle schön überdacht im Bettenhaus. Also eigentlich gar kein Problem. Den Siedlern sollte es gut gehen. Also von wegen Bettenprobleme dürften sie nicht haben. Und ach so, Brahmin-Käfig ist da ein bisschen versetzt. So, repariert ist er. Ja. Und wir ziehen sofort weiter. Ja, Richtung Hangman's Alley. Hangman's Alley. Da... Es ist schwer zu sagen, ob Ausbrüche an der Oberfläche häufiger sind oder nicht. Aber es ist immer klug, auf alles vorbereitet zu sein. Ja, Hangman's Alley, da sollten wir auf jeden Fall ein bisschen Wasser haben. Ja, das hat nicht so gut geklappt da mit unserem Vorhaben, dort ein großes Wasser... Pumpenteil aufzubauen, also eine ja, Fabrik kann man ja nicht sagen, aber eine Wasserfarm, sage ich ja immer ganz gerne. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt. Wenn es das nicht gibt, dann habe ich das vielleicht erfunden und dann, sobald es dann abgedruckt wird im Duden, möchte ich dann gerne auch das Patent haben dafür. Die Wasserfarm. Ja, was habe ich am Anfang immer gesagt? Wasserpark. Aber Wasserpark ist ja sowas mit... Ja, mit Rutschen und mit Wellenbad und sowas und 3-Meter-Brett oder 10 Meter sogar. Oh nein, hier dürfen wir gar nicht lang. Wir müssen einmal außen rum. Ich habe auch keine Lust hier vorne durch die Tür. Curie wird es da ein bisschen schwer haben, da durchzugehen und... Ja, wir gehen lieber außen rum. Die 2 Meter, das, darauf kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Hier hätte ich doch jetzt beinahe schon wieder alles rausgenommen, aus Versehen.
kein Wasser hier. Und dabei haben wir die ganzen Knatterdinger hier aufgebaut. Die strombetriebenen Wasserpumpen. Oh, das finde ich jetzt nicht so prickelnd. Wie sieht das denn hier nochmal mit den Ladungen aus? Beton, 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 Beton. So viel Beton. Naja, könnte auch mehr sein. Aber das ist ja nur hier in dieser Siedlung im Moment. Ja gut, kein Holz dabei. Es hätte ja sein können, dass sobald man eine Ladung in die Siedlung legt, dass dann nur an diese Siedlung geliefert wird. Aber das haben wir ja schon mehrfach ausprobiert. Ich gucke da nur immer ganz gerne mal nach, ob sich da vielleicht doch irgendwas geändert. Warum nehmen wir das jetzt? Das ist doch unsinnig. Das brauchen wir doch nicht. Brauchen wir sonst was? Wir sollten essen, das machen wir aber in Diamond City. Wir sind ja gleich schon da. Und die Siedlung ist mir für meinen Geschmack viel zu laut geworden. Wir brauchen uns aber nicht umzuziehen jetzt für diesen kurzen Weg. Naja, wir hätten hier beim Händler mal so ein bisschen schon mal Schrott wieder kaufen können für so andere Sachen. Die haben ja doch manchmal auch Stahl in Form von Eimern oder Hämmern oder was auch immer, Schraubenzieher und alles Mögliche. Oh, keine Supermutanten hier, das ist schön. Einmal haben wir uns um das Problem mit den Supermutanten dort gekümmert. Und sie kamen nicht wieder bis heute. Das ist aber schon sehr lange her. Ja, und es ist auch viel stiller jetzt. Ich sagte ja ganz am Anfang, als wir Hangman's Alley zum ersten Mal gefunden haben. Damals meine ich noch mit Preston. Uiuiui, ui, ui, dachte ich. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ja, da habe ich doch wirklich gedacht, das ist aber eine sehr ungemütliche Gegend hier. Überall kracht es nebenan, die Nachbarn machen nur Lärm. Und mittlerweile ist das da ganz ruhig geworden. Also, das ist schon, ja, kein schönes Leben, aber es ist ein Leben. Also, man kann dort leben. Okay, Kinder auf der Straße, das heißt, es ist zu spät zum Handeln. Das wiederum bedeutet aber, Percy müsste da sein, mit dem kann man doch noch handeln. Also, wir sind sehr erfreut darüber, dass Sie sich für unser Geschäft entschieden haben. Wir kaufen und verkaufen alles. Von jedem. Zu jeder Zeit. Da habe ich anderes gehört, aber einen kleinen Handel wollte ich sagen. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Können wir abschließen hier einen kleinen wenigstens? Schauen wir mal, was wir hier brauchen. Vielleicht kaufen wir hier doch mal auch Eichhörnchen am Stiel. Ja, Hundefutter in der Dose, das ist gut. Und Terbieren, ja, müsste jetzt nicht sein. Wir haben ja schon der Slock gefunden. Aber dennoch nehmen wir das mal alles jetzt von ihm mit. Und er hat nur eine Ladung Stahl, leider. Aber dafür hat er schön Brennstoff. Okay, dann holen wir uns unsere Kronkorken zurück. Ja, da werden wir aber auch nicht weit kommen hier mit dem Wasserverkauf. Eine Sekunde mal. Ja, doch, wir bekommen den guten Preis dafür. 16 Kronenkorken. Was will man denn mehr? Tja, 20 Kronenkorken will man mehr. Und wenn man die bekommt, dann vielleicht noch mehr. Das habe ich schon auf Bildern gesehen. Ja, auch da an dem Handelsmenü, das wäre ja auch noch ein Ding, wenn man die Preise selbst dann bestimmen könnte und der Händler dann entscheidet, ob er das nimmt oder nicht für den Preis. Aber ja, was will man denn noch? Das ist doch so, war es schon immer und das ist doch schon ganz gut so. Gehen wir mal schlafen. Ob wir hier unbedingt jetzt Jet noch herstellen müssen, entscheiden wir am nächsten Tage. 12 Stunden sollten wir mal schlafen. Und dann zusehen, ja, bei Myrna werden wir nochmal einkaufen und vor allem bei Mo. Mo. Genau da wollen wir nochmal einkaufen, ein bisschen. Ein weiterer Tag an deiner Seite. Ach, ja, ein bisschen Holz wäre schön und wir schauen mal, ob sich das überhaupt lohnt. Naja, das lohnt sich nicht, da können wir nicht so viel herstellen. Klein Vieh macht auch Mist, sage ich zweimal ganz gerne, aber
Naja, das wäre den Aufwand jetzt nicht wert, da alles nochmal zusammen zu mixen und naja. Konzentrieren wir uns lieber auf unser Holzgeschäft hier und sehen zu, dass wir hier ein bisschen Holz und ja, sollen wir einmal ganz rum? Nein, wir hatten uns ja... Hey, Myrna. Denk dran, Synths werden bei mir nicht bedient. Vorräte sind nur für Menschen. Das ist gut. Klar, ich schau's mir an. Hier, aber sag bloß nicht Schrott dazu. Ich werde mich schüten. Ja, und sie hat, was hat sie denn Schönes? Die Blutpakete nehmen wir mal. Eichhörnchenbissen ist gut. Die Teerbeere nehmen wir ebenfalls. Leguanbissen nehmen wir auch mal. Und das war's. Brahminfleisch hätten wir noch, aber naja, egal. Und auch sie hat nur eine Ladung Stahl jetzt. Das ist sehr schade. Hier könnte man nämlich bis zu 4 Ladungen Stahl bekommen. Sagte ich das nicht vorhin schon? Ja, bei Percy. Bei Percy, aber bei Myrna auch. Haben wir wirklich so viel Wasser schon veräußert hier? Wow. Nun ja. Nun gut. Aluminium holen wir diesmal nicht, also nur... Wenn du hier bist, heißt das, dass du ein Schlagholz brauchst. Nur bei Mo wollen wir Holz kaufen. Dann lass mal sehen, was du so hast. Alles Originale. Ach so, ihm können wir jetzt gar nichts mehr verkaufen. Ist auch gut so. Hm, Crocker hat also Earl Sterling getötet. Und du hast das rausgefunden. Was, willst du etwa, dass wir schlecht dastehen? Frisches Fleisch. Klar, ich schau's mir an. Schau dir mal die Stücke an. Okay, schauen wir uns mal die Stücke an, meine Gutste. Was nehmen wir denn da, Pauli? Alles. Wer braucht einen Haarschnitt? Jeder. Komm, tretet näher. Ja, das macht jetzt nicht so viel Sinn, hier jetzt reinzusehen. Was haben wir denn an Schrott? Da wird ja nur das drin sein hier von unserem Mo und... Wir haben, ja, okay, Ladung Holz, na gut. Ziehen wir mal einen Moment mal. Sollen wir jetzt wirklich wieder zurück? Zu viel zu tun. Psst, schließlich der Bürgermeister. Psst, ja, was machen wir jetzt? Sollen wir nicht doch noch mal eine Nacht hier warten? Denn ich überlege, ich habe mir das mal überlegt mit der Fabrik, die wir da bauen wollen. Das wird ja doch nicht so klein, was wir da so vorhaben. Da werden wir mehr als 100 Teile Holz brauchen. Ich glaube, mit 100 kommen wir, oder 200. Mit 200 kommen wir, glaube ich, gerade mal eine Etage rum. Sollen wir hier nicht noch ein paar kaufen? Auf dem Rückweg können wir dann nochmal die ganzen Siedlungen bis zur Abernathy Farm abklappern. Ich bin fast dafür, es tut mir leid. Die neuesten Schnitte aus den Upper Stands. Warten wir mal einfach hier jetzt. Das Zentrum des Handels in ganz Diamond City, das sind wir. Warten wir mal hier 24 Stunden. Dann nochmal 16 Stunden und dann nochmal 16 Stunden. 12. Na, zum Glück geht's schneller. Ich hoffe nur, dass kein Augenbordradio hier vorbeifliegt. Und nochmal 12 Stunden. Ja, das mit der GEMA. Ich habe mir überlegt, ob man dagegen nicht irgendwas tun kann. Ich meine, es wäre sehr schön, wenn man doch mal das Radio einschalten könnte. Zum einen gefällt mir die Musik schon und zum anderen bin ich auch neugierig, was mit Far Harbor ist. Kein Problem, wir haben alles. Oh, ich hoffe, Sie sind hier, um etwas zu kaufen. Das ist mein Leben. Zeig mal, was du so hast. Hier, bitte. Und zum dritten bin ich natürlich auch neugierig. Wir haben noch nicht einmal
hören können, was denn unser Radio-Freund hier eigentlich sagt, nachdem wir ihm geholfen haben. Ist er ja doch etwas lockerer geworden, sag ich mal. Ja, okay, das soll reichen. Ah, sehr schön. 4 Ladungen. Ja, danach warten wir also nochmal 12 Stunden. Mehr können wir wahrscheinlich dann auch gar nicht tun mit unserem Kronkorkenvorrat hier. Und das war schon mal... Komische Sachen an wie du? Ja, das war jetzt gar nicht mal so die beste Idee, hier zu handeln. Sehr schade, denn wir sind hungrig und dadurch ist uns Charisma gut wieder flöten gegangen. Das heißt, wir haben richtig viel bezahlen müssen diesmal. Nun gut, das hat man davon, wenn man manchmal nicht aufpasst. Da nehmen wir schon extra unser schönes Kleid hier. Und vergessen dann etwas zu essen vor dem Handel. Na gut, kein zubereitetes Fleisch hier mehr. Gegrillter Rettich, Red Kakerlake, okay, die kann man auf jeden Fall auch immer essen, müssen wir mal drauf achten. Wir sollten unbedingt auch mehr von diesen Käfigen aufbauen und vielleicht in jeder Siedlung so eine kleine Arena, wenigstens eine kleine mit 2-3 Käfigen drin oder so etwas bauen, damit wir eben mehr Fleisch bekommen. Wobei, wir müssen ja auch immer wieder Fleisch reinstecken, also. Ach so, wir sind gut genährt. Ja, und dann warten wir nochmal 12 Stunden, dann sollten die anderen Händler nämlich auch alle wieder was haben. Also eine Arena für jede Siedlung, das wird aber nicht einfach. Jo, dann gehen wir nochmal 12 Stunden warten. Also warten wir nochmal 12 Stunden hier. Ja, das geht hier auf dem Hocker schneller, als wenn man hier durch die Tür erst läuft und dann schlafen geht. Und es ist einfach schneller jetzt hier. Jetzt haben wir Durst und Hunger. Ja, und hier haben wir jetzt nichts zu trinken. Aber das ist nicht weiter schlimm, denn Trinken zieht uns doch hier nichts von unserem Charisma. Ja doch, 2 Punkte minus Charisma. Warum? Hungrig sind wir, 1 Punkt minus. Okay, und das andere? Wir sind doch sonst immer, wenn wir die Sachen anhaben, auf 14 Charisma hier. Ja, okay, dann Essen wird jetzt wahrscheinlich... Bringt das was? Ja, bringt ein bisschen was. 13. Ein Punkt fehlt immer noch. Wo haben wir den denn eingebüßt? Na, eigentlich gar nicht. Wir sollten eigentlich 15 Punkte haben. 14, Entschuldigung. 14 Punkte Charisma sollten wir eigentlich haben, so zum Handeln. Ich glaube nicht, dass das jetzt so viel noch ausmacht zum Schluss hin. Dennoch. Ach so, ja, wir haben die falsche Brille auf. Jetzt passt das wieder mit unseren 14 Charisma-Punkten. Nun, dann haben wir diesmal ein bisschen viel ausgegeben. Genau, 14 Punkte Charisma. Bessere Preise, glaube ich, bekommt man auch gar nicht. Du schon wieder. Okay, ich habe einiges im Angebot. Okay, dann handeln wir. Ich schau's mir an. Ein bisschen von allem. Aber kein Schrott, wie ich gehört habe. Okay. Kalmex, ja, das sieht man aber auch sehr, sehr selten. Aber das ist auch sehr, sehr teuer. Das gefällt mir jetzt nicht so, aber nehmen wir das mal mit, weil es so selten ist, einfach nur. Schmutziges Wasser, sehr gerne. Und eigentlich aufbereitetes. Naja, wir sind ja hier ganz in der Nähe von unserer Siedlung. Das brauchen wir nicht unbedingt, das Aufbereitete. Und auch sie hat 4 Ladungen Stahl, das ist wieder sehr schön. Ja, und dann sind wir gleich schon pleite. Hier, den Brennstoff nehmen wir noch mit. So, dann geht es
Brauchst du ein Schlagholz mit etwas mehr Wumms? Rostfreie Stahlnägel, ich sag's dir. Das ist gut. Klar, ich schau mal, was du hast. Einem Schlagholz gehen nie die Kugeln aus. Das ist auch gut. Und wir brauchen dein Holz. Das war's schon. Wir sind ziemlich pleite, aber wir haben so viel Wasser in unseren Siedlungen natürlich. Für den Selbstschutz. Handgefertigte Stücke. Ach, er ist gerade draußen. Dann will ich dich gleich mal untersuchen. Die Zeit eines Chirurgen ist knapp. Ich könnte ein paar Vorräte gebrauchen. Ich schätze, ich könnte ein paar Stimpaks entbehren. Ja, jetzt da in den Keller gehen, das würde ich dann auch nicht jetzt so gerne wollen im Moment, aber wenn er hier draußen anzutreffen ist, okay. Dann nehmen wir das auch noch mit Glas, auf jeden Fall. Naja, versuchen wir mal. Oh, wir kommen ja noch ganz durch hier einmal. Okay. Und weiter geht's. Pauli, noch einmal essen. Wenn du dünn geschnittenes Fleisch haben willst, dann kannst du es gefälligst selbst schneiden. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Frischer geht's nicht. Ha, super. Wir mögen frisches. Frischfleisch. Okay. Und weiter geht's. Zurück. Wir wollen noch einmal in Hangman's Alley handeln. Moment, wir haben 2 Stunden geschlafen. Das heißt, eigentlich brauchen wir uns gar nicht umzuziehen. Aber wir sind schneller. Und wenn wir Wasser haben, ja, ich überlege gerade, ob wir uns nicht die schnellen Sachen lieber anziehen und unseren Siedlern dann eben das Geschäft nicht so ganz verderben und dafür dann, ja, den vollen Preis, den sie haben wollen, bezahlen, also auf die Charisma-Punkte verzichten. Schön wäre es, wenn wir zum Handeln Trauben-Mentets hätten. Genug Trauben-Mentets, die könnte man dann auch auf eine Taste legen, hier auf die Minus-Taste zum Beispiel. Und dann könnte man besser vorher immer Mentets essen. Aber das habe ich schon mal vor ein paar Folgen gesagt. Wir machen das jetzt ganz gerne mit dem Kleid. Mentets und alles, was wir sonst immer gemacht haben. Ja, wir haben das meistens vergessen vor dem Handel. Dann war der Handel gelaufen. Gibt verschiedene Läden in der Stadt, falls du was brauchst oder loswerden willst. Also der Handel war gelaufen und dann ist uns eingefallen, oh nein, wir haben hier viel zu viel bezahlt. Jenseits der Mauer ist niemand sicher. Ja, die Schnapsflasche lassen wir ihm. Ja, Cricket vermisse ich. Wenn du arbeitest, kannst du essen. Cricket war immer sehr oft hier vor Diamond City. Zum ersten Mal getroffen haben wir Cricket am Good Warwick. Da war sie zum ersten Mal. Und wie gesagt, jetzt schon haben wir sie lange nicht mehr gesehen. Hier können wir auf jeden Fall wieder etwas trinken und wir können auch etwas schlafen und nochmal handeln. Ja, okay, Kleidung wollen wir nicht. Dieser Synths, die mich ausspionieren wollen. Willst du was kaufen? Genau. Klar, ich schau mal, was du hast. Großartig. Finde ich auch. Okay, was hat er denn schönes? U-Bahn-Marke. Ja, er hat den ganzen Schrott. Warum haben wir in Oberland Station nicht eingekauft? Oberland Station ist irgendwie kaputt. Die Händler, meistens verkaufen die nichts mehr. Meistens konnten wir sie gar nicht mal ansprechen mehr. Na, aufbereitet was, das ist nicht viel, was die hier haben. Ja, ist die Siedlung denn hier so unzufrieden? Denn ich sehe gerade, sie haben hier auch gar keine Kronenkorken drin. Ja, 76, okay. Das ist, die sind nicht ganz so glücklich hier. Scheint wirklich was zu werden. Ehrlicher als Landwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Aha, da fließt ja das Wasser wieder. In den letzten Folgen im Starlight Drive-In, da kam kein Wasser raus vorne. Naja, vielleicht weil wir auch immer zu spät hingeguckt haben, wenn wir schon aufgehört haben zu pumpen.
muss arbeiten. Kein Problem. Ja, schlafen sollten wir, steht da unten. Oh, Moment, wir sind ja in der Nähe von Vault 81. Und die gute Alexis... Guten Morgen, Schatz. Guten Morgen. Die gute Alexis im Vault 81 verkauft nukleares Material, wenn ich mich nicht täusche, und Glasfaseroptik. Nicht, dass wir es jetzt unbedingt brauchen würden, aber wenn wir schon mal in der Gegend sind, können wir doch da auch noch einen Besuch abstatten und mal gucken. Wir haben ja die Gegend hier doch recht gut aufgeräumt. Und man sieht, wir können gut laufen im Moment. Oh, hoppla. Ohne dass wir groß jetzt Aktionspunkte einbüßen. Ja, wir haben einen Skill dafür genommen letztens. Das ist der falsche Weg hier. Hier vorne links irgendwo müssen wir. Ah, das ist doch ein Stück zum Vault 81 überladen. Ach ja. Ja, hier war auch immer was los. Ich weiß noch, als wir die Katze gesucht haben. Aus dem Vault 81. Da war das hier recht spannend in der Gegend. Hirnpilz. Ja, ich finde jetzt so mit diesen Skills, da geht das schon wieder. Vielleicht nehmen wir gerade noch mal einen Skill. Das wird sich ja jetzt anbieten, da können wir den ja gleich testen. Da war nämlich noch was, der einsame Umherziehende brauchen wir jetzt vielleicht gar nicht. Starker Rücken haben wir alle und wir, den haben wir auch schon. Sprinten kostet 50% weniger Aktionspunkte. Ja, und das merkt man auch. Deshalb. Ja, dann, wie war das mit dem Einsamen und Umherziehenden? Nehmen wir mal einen Punkt. Wir haben 4 zu vergeben und nehmen wir mal einen davon. Und beim nächsten Skill bekommen wir Einsamer Umherziehender. Moment, was haben wir jetzt bekommen? Das muss ich ja auch mal sagen. Hier, Einsamer Umherziehender. Wenn du ohne Begleiter unterwegs bist, erleidest du 30% weniger Schaden und kannst 100% mehr Ausrüstung tragen. Ja, wenn wir alleine unterwegs sind, natürlich. Und der nächste Rang, auf den wir uns schon etwas freuen, wenn du ohne Begleiter unterwegs bist, verursachst du 25% mehr Schaden. Der letzte Skill, darauf haben wir es ja abgesehen. Wenn du ohne Begleiter unterwegs bist, hast du 25 Aktionspunkte mehr. Ja, können wir nicht vielleicht doch noch irgendwie einen... Was haben wir denn hier noch? Der Arzt? Naja, wir lassen das jetzt. Wir sammeln lieber unsere Skillpunkte, denn wir wollen die Fabrik ja bauen. Und... Mir ist so gestern Abend eingefallen oder vorm Schlafen gehen. Das ist ja bei mir meistens morgens dann. Ich bin mehr so ein Nachtmensch, der nachts arbeitet dann. Und ja, auf jeden Fall, wie dem auch sei, da ist mir eingefallen, ja, wir haben ja eine Maschine nicht ausprobiert, weil wir den Rang nicht hatten. Ich glaube, das war Explosion, Explosiv, irgendwas. Abrissexperte, genau so heißt der. Und ja, dafür haben wir doch vorher extra die Skills aufbewahrt. Und da haben wir jetzt noch Skills, also da werden wir demnächst also mal reingucken. Ja? Nein. Und werden uns die Skills nehmen und diese Maschine dann letztendlich auch doch nochmal angucken. Curie kommt jetzt gar nicht nach. Oder? Oh, Curie! Ja, Curie. Sehr schön, Alexis ist nicht da. Du wirst ja langsam ein Stammgast hier. Hatten wir das Gesicht schon mal gesehen? Ach, 2 Stunden, ja komm, dann gehen wir einmal kurz. Kaum zu glauben, dass Austin fast gestorben wäre. Sieht man ihm gar nicht mehr an. Gehen wir einmal kurz schlafen, noch 2 Stunden, dann müsste aber Alexis da sein. Hast du gut geschlafen, Schatz? Oh, sehr gut. Immer an deiner Seite, Curie. Und Alexis ist Samen. Nicht da. Ich brauche mehr Samen. Wie kommt das? Haben wir irgendetwas kaputt gemacht? Na gut, immer ist sie nicht da. Hier streicht auch jemand die Wand.
Du hast Mumm, den Pip-Boy da im Commonwealth zu tragen. Kaum zu glauben, dass dir den noch keiner klauen wollte. Hm. Ja, jetzt sind wir einmal hier. Sollen wir denn hier nochmal warten? Warum? Ja, deswegen glaube ich, das ist der Grund, weshalb wir auch nicht so oft hier die... Ich muss mir die Wasserpumpen nochmal ansehen. ...die gute Alexis hier besuchen. Nicht verrostete Blechdose. Ja, das nehmen wir lieber später mal. Oder original verschweißter Wunderkleber. Das nehmen wir als Deko-Stücke nachher alles mal mit. Aber ja, jetzt lassen wir es mal da stehen erstmal. Ja, Curie, sag du mal. Sollen wir warten? Macht das überhaupt... Ergibt das Sinn, hier zu warten? Macht das irgendeinen Sinn? Wie ist es denn wunderbar, dass du dich überhaupt noch bewegen kannst? Ja, du hast recht. Okay, dann hauen wir jetzt ab. Schade eigentlich. Alexis war nicht da. Ja, wir wissen ja, wo ihr Quartier ist. Ob wir da mal hingehen? Ja, jetzt sind wir einmal hier, oder? Geh zu Alexis, wenn er mal Zicken macht. Sie repariert ihn dir. Ich will keinen Ärger in 81. Kein Problem. Wir machen keinen Ärger in 81. Wir machen doch nie Ärger. Macht dein Pip-Boy auch ab und zu Zicken? Ach, hier war das gar nicht. Doch, hier war das. Echt Sorgen. Alexis, du bist noch am Schlafen. Und handelt sie hier denn auch? Keine Ahnung, warum Holt darauf besteht, nutzlos zu sein. Er könnte das Versorgungslager hier mit verschlossenen Augen führen. Hey. Was würde ich nicht alles für einen Abend Ruhe geben? Ja, so ist das. Dann handelt sie nicht. Und wir kennen die Uhrzeiten nicht hier im Vault 81. Ach, es ist ja auch Abend. Ja, komm, dann legen wir uns nochmal richtig schlafen. Jetzt sind wir einmal hier. Curie, nicht, dass du dich da... Ach so, ja. Curie kennt sich ja bestens hier aus. Mittlerweile, sie hat ja sehr lange dann hier gewartet, später. Wo ist denn dieser Junge nur wieder hin? Austin? Austin Engel! Gehen wir hier nochmal schlafen dann ordentlich. Ja, so viel Zeit muss sein, also wenn wir schon mal hier sind. Wir werden es aber noch zurückschaffen und wir werden auch noch mal zur Abernathy Farm, dürfen wir dann auch noch mal Conny Abernathy noch mal ein bisschen Holz abnehmen. Und wir sollten jetzt mal... Müssen wir wirklich aufstehen? Ja, tut mir leid. Ich würde dich ungern jetzt wieder hier lassen, nachdem wir dich aus Versehen wieder abgeholt haben. Hingelegt? Hallo? Hey, suchst du was? Ich habe mehr Zeug, als ich brauchen kann. Dann lass mal sehen, was du so hast. Toll, ich habe hier alles Mögliche rumliegen. Ach, 558, wir haben gar kein Wasser hier. Da bin ich ja gleich... Nukleares Material wollten wir, das ist aber sehr teuer hier. Und eigentlich hat sie doch auch Glasfaseroptik, aber ja, wie man sieht, nicht jedes Mal. Okay, was machen wir? Wir nehmen alles, was wir nehmen können... Das geht auch noch. Ah, das wird knapp. Ja, was haben wir denn, was wir ihr noch geben könnten? Oh, diese Patronen hier, okay. Noch irgendetwas? Brennstoff? Nein. Fusionszellen. Und Schrotpatronen. Ja, dann war's das doch für unsere 6 Kronenkorken. Was bekommen wir denn da noch? Hier, den Schraubenzieher können wir noch nehmen. Ach, und nochmal 2 von diesen Schraubenschlüsseln. Und Schnapsglas. Dann sind wir aber so richtig, richtig pleite. Sie hätte auch Brennstoff gehabt. Na also... Nun gut, dann geht's zurück. Netter Pip-Boy. Geh zu Alexis, wenn er mal Zicken macht. Wir nehmen unsere gute Curie mit.
Hoffentlich. Ich kann noch immer nicht glauben, dass die einen ganz neuen Abschnitt des Mondes entdeckt haben. Keine faulen Tricks. Ja. Jetzt wird sich hier sicher so einiges ändern. Das kann ich mir vorstellen, dass das eine Überraschung war für die Leute hier. 200 Jahre hier im Bunker eingesperrt und dann kommt einer von außen, den sie erst gar nicht leiden können. Und der zeigt ihnen erstmal, dass der Bunker noch viel größer ist. Ja, die hätten ja mittlerweile schon unten mal so ein bisschen für Ordnung schaffen können. Ich frage mich, wie das aussehen wird. Ich kann mir das so richtig gar nicht vorstellen, wenn der Walltake Workshop rauskommt, wie das dann hier aussehen wird überhaupt mit der... Wie soll man denn Walls dann bauen? Ich kann mir da gar nichts jetzt vorstellen, so runter. Denn wir haben ja eigentlich bis auf das Landhaus am Ufer, da haben wir doch eigentlich nichts Unterirdisches. Ja okay, im Sanctuary Hills haben wir noch das Wurzellager hinten, aber irgendwie ist das doch alles nix. Ich bin so gespannt auf nächsten Monat. Sollen wir denn nochmal durch Oberland Station auch? Wir haben keine Kronkorken mehr. Da könnten wir vielleicht ein bisschen Wasser finden. Das wäre auch gut. Ja, komm, wir sind jetzt so nah. Schauen wir mal, ob sie aufbereitet ist, was ja wohl ein bisschen ist ja wieder da. Sehr schön. Kronenkorken vielleicht? Nein, keine Kronenkorken. Okay, dann geht's ja gleich weiter. Oh, ein Brahmin wurde gefangen. Ja, dann lassen wir das eben noch frei. Wenn es stur da drin bleibt, dann soll es das ruhig. Ja, das bleibt wohl drin. Okay. Kennst du die Farben, die von Gulen bestellt wird? Wahnsinn, oder? Immerhin ein Brahmin mehr. Sollte doch bedeuten, auch etwas mehr Dünger. Ich finde das super, wie die hier immer rumhoppeln. Oh, das war nicht so unser üblicher Weg. Wir sind mehr so Linksgänger immer. Aber gut. Wir sind ja rübergekommen, also ist alles gut. Ja, schön wäre es auch in allen Siedlungen hier diese Feuerwerkskörper zu haben. Wir müssen uns mal überlegen, wie wir das überhaupt machen nachher. Scheint wirklich was zu werden. Mit unserer Siedlungstour, die wir ja schon seit, boah, ich weiß nicht, seit wie langer Zeit geplant haben. Hier ist alles in Ordnung. Ach, der ist gar nicht eingeschaltet. So, Aufseher Green. Ja? 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 Ihr habt ja alle recht. Ihr habt so recht mit eurem Ja und wir haben kein Wasser hier. Hier könnten wir doch auch richtig viel an Wasser aufbauen. Richtig viele strombetriebene Wasserpumpen. Moment, wir trinken erstmal einen Schluck. Was? Was gibt's? Aufseher Green? Green, mein Name, und Handel steht auf dem Programm. Bereit fürs Feilschen in Gang. Das wäre super. Mhm. Und er hat auch wieder alles. Sehr schön. Jo, da können wir doch mehr gar nicht hier machen. Auch das Brennstoff, wenn er jetzt welchen hätte. Konzentriere dich auf wertvolles Bergungsgut, sonst brichst du dir mit dem Müll noch das Kreuz. Deacon haben wir gelassen.
Ich fand das seinerzeit, fand ich das irgendwie passend. Vielleicht lassen wir uns sowieso noch mal was einfallen hier mit unseren Begleitern, die in den Siedlungen sind, aber mehr als mal sich um ein paar Pflanzen kümmern, machen sie ja nicht. Ist ja auch nicht schlecht, braucht man ja auch immer so ein paar Farmer. Das ist eine sehr gefährliche Brücke. Ab und zu fallen hier Autos von der Brücke. Die ruckeln sich dann wahrscheinlich los oder irgendjemand oben wirft sie runter. Wenn die schon so halb auf der Kippe liegen, dann geht das bestimmt. Ja, das dauert, bis da wieder was ist. Ab und zu sind ja auch Hunde mal in der Gegend. Bissige Hunde, so etwas. Ist das jetzt unsere Siedlung? Nein, das hört sich hier eher an. Nach links irgendwas. Ach, was soll der Aufwand? Und Starlight Drive-In hat uns gleich wieder. Sehr schön. Ja, also Starlight Drive-In geht eigentlich doch hier für die Fabrik, finde ich. Habe ich mir schon gedacht, in den letzten Folgen schon irgendwann. Das ist gar nicht so schlecht. Wir bekommen ja auch schmutziges Wasser hier. Das ist das Gute daran. Also wenn wir hier Flaschen aussortieren nachher, dann haben wir auch gleich schmutziges Wasser für die Flaschen. Läuft das denn hier oben? Der Sortierer, ist der eigentlich noch? Lübt der noch? Schrott rein. Ach, das mit den Flaschen machen wir, wenn die Fabrik nachher mal steht, oder? Ja, oder wie es aussieht, oder? Und wir fangen schon an, hier wieder den Schrott reinzulegen. Ach, die große Babyflasche haben wir doch, okay. Gehen wir noch einmal hier durch, ganz kurz. Bierflasche haben wir auch sogar zwei Stück schon hier drin, brauchen wir gar nicht. Burgunderrote, ja, okay, die haben wir auch schon. Aber es fehlen noch, also Whiskyflasche und Wodkaflasche, die fehlen auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch die weiße Flasche, ja genau, die wird auch fehlen. Kleine Babyflasche, wenn es eine große gibt, dann muss es auch eine kleine geben. Ja, Gwyneth Lagerflasche, da haben wir doch schon mal was Neues, das hat sich doch schon mal gelohnt, so halbwegs. Hohe Flasche, ja, das, die kann nicht befüllt werden, wir können es aber trotzdem mal reintun hier, damit das komplett ist. Und Milchflasche? Leere Milchflasche haben wir schon. Ja, okay. Ja, obwohl, die können wir jetzt auch einmal hier reinpacken, bevor wir die dann in die Werkstatt legen und sie nachher weg ist. Tun wir sie lieber hier mal rein. Weiße Flasche, die haben wir auch noch nicht. Sehr schön. Oh, und keine Whisky und auch keine Wodkaflasche, aber dafür zwei Flaschen. Ich sag mal, ja, so ungefähr hat sich das dann schon gelohnt. So, der Rest kommt dann hier rein. Und auch, na, die Munition hier. Der Brennstoff. Und an und für sich reicht das ja sogar schon.
Aber wir legen jetzt auch nochmal ganz schnell auf die paar Sekunden, kommt es ja nicht mehr drauf an, hier die Hilfsmittel rein, die wir bei Polly gekauft haben. Ja, Hundefutter in der Dose, da freue ich mich doch auch mittlerweile immer drüber, wenn wir so etwas finden. Knusprige Eichhörnchenbissen, ne? Ach, das sollte aber nicht alles rein hier von den Kräuterschmerzmitteln. Leckeres Todeskrallen-Omelett, das haben wir vorhin gekauft. Boah, legen wir mal was auf Lager davon, für schlechte Zeiten. Ach so, das ist Fleisch, ja, das kann ganz da rein, okay. Traubenmentats, da hätten wir sie doch gehabt. Ja, wenn wir davon ordentlich uns einen Vorrat anlegen könnten, dann bräuchten wir vielleicht das rote Kleid nicht immer mit uns rumzuschleppen. Das würde dann schon reichen. Nun gut, aber das Kleid ist ja kostenlos und Traubenmentats kosten wieder. Also, ja, bleibt es erstmal bei unserem roten Kleid. Vielleicht, wir wollten ja mal gucken, was mit dem Palettenkleid ist. Oder Agathas Kleid vielleicht. Das ist ja nochmal etwas besser. An dieser Stelle darf ich mich dann bedanken für euer Zusehen. Diesmal bei herrlichem Wetter. In der nächsten Folge werden wir mit der Fabrik anfangen. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Farm ist nichts Besonderes, aber immerhin etwas.